Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück bei Planet Coaster. Was soll man dazu noch sagen, ne? Also, wenn das kein Gesicht der Freude ist. Ich bin ja gespannt, wo die hinläuft. Die läuft so zielstrebig Richtung Ausgang. Vielleicht kündige ich die. Hier ist aber keiner. Das ist alles digital. Es gibt keine Mitarbeiter mehr. Dazu wohl Pech. Tja. Gut. Womit machen wir weiter? In all seriousness. Die Lampen hier. Die sind an sich schön. Die sind gemütlich. Aber zu verschnörkelt und altbacken. Deswegen hatte ich mir gestern eigentlich schon überlegt, für euch dann auch gestern, also ich habe heute einen neuen Aufnahmetag, hatte ich mir schon überlegt, selber sich was zu bauen und warum nicht einfach hier mit einem richtigen Lampenpfahl als große Variante. Wenn man es kleiner haben will, kann man den auch einfach ein bisschen tiefer in die Erde stecken. Mal gucken. Vielleicht experimentieren wir damit einfach mal ein bisschen rum. Genau, und da kommt diese Lampen dran. Nein, natürlich soll es alles so ein bisschen modern bleiben, ein bisschen in diesem Stil bleiben, wie wir es bis jetzt hatten. Weshalb ich gerne einfach diese LED-Spots dran bauen wollen würde, täte. Mit Szenerie haben die es nicht immer so. Und da das Ganze ruhig ein bisschen übertrieben sein darf, machen wir es so. Ich habe noch keine Ahnung, ob das überhaupt gut aussieht, ne? Also abwarten. gut, wir machen mal einmal gerade ein bisschen dunkel, damit ich das Licht direkt richtig ausrichten kann. Das Problem ist nämlich jetzt aktuell, logischerweise, dass direkt unter der Lampe nichts ist. Das hat man da natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das den Lichtfall insofern beeinflussen kann, als dass ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich baue hier irgendwas drüber und davon wird dann Licht reflektiert. Ich denke mal nicht, dass es geht, das wird zu komplex. Habe ich bis jetzt auch noch nirgendwo beobachten können. Wenn wir jetzt die allerdings noch ein bisschen so drehen, dann gucken zwar die Füße hier rein, aber ganz ehrlich, das juckt keinen, oder? Das ergibt sogar fast schon wieder Sinn. So, wir schieben den auch einfach einmal so. Ah, das sieht doch so aus, als würde dazu gehören. Das sind jetzt natürlich voll die großen. Ist mir schon bewusst, ne? Also, ist klar. Ist das zu dunkel? Eigentlich ist das ganz schön. Das ist eigentlich fast die gleiche Farbe hier. Natürlich könnte man auch wieder sagen, okay, man geht wieder in so eine Mischmasch-Richtung, aber für die Straßen, Laternen, bla bla bla, hätte ich es dann doch gerne ein bisschen klassischer und nicht ganz so wild. So, jetzt brauchen wir aber noch irgendwie eine schöne Decke oder eben einen Deckel. Was könnte man denn da mal nehmen? Statuen und Monumente? Nee, auf keinen Fall. Wahrscheinlich am ehesten tatsächlich hier in der Richtung Schilder. Hier, Hamburger. Nee, lass mal.
Nee, das auch nicht. Vielleicht aber auch dann doch wieder in den Kunstformen. Das sind natürlich immer so die Stellen, wo man dann wirklich ganz kreativ sein kann und vor allem auch viel Zeit wieder rein investieren kann. Animation will ich nicht. Das soll sich nicht bewegen oder was. Die Torbögen sind alle so gigantische Dinge. Irgendwas Natürliches auch nicht. Wo sind denn die ganzen Leitern und irgendwie sowas? Sorry, ich musste mal gerade einmal niesen. Okay, das ist aber auch definitiv dann irgendwo hier so mit drunter. Die Rubrik ist ja schon recht ausufernd gerade. Ja, da sehe ich auch Leitern. Aber das ist ja nicht unbedingt das, was wir wollen. Was ist das Goldene hier? Der Kopf einer uralten Statue. Aha. Wunderschön. Gucken wir einmal gerade bei den Kunstformen. Ich möchte mich jetzt aber nicht zu lange hier aufhalten. Ein Smarty. Oh Gott, die werden immer. Diese Kunstform, das ist ja so eine Hassliebe, ne? Weil letzten Endes sind die alle irgendwie ziemlich scheiße, wenn man mal ehrlich ist. Ja, was soll denn das für ein Deckel dann werden? Also ich überlege jetzt natürlich gerade, den dann zu drehen. Logisch, ne? Bumm. So, hier wieder in unserem tollen Blau. Gucken einfach mal. Ich hätte es halt gerne viel, viel flacher und dann dafür vielleicht ein bisschen breiter. Ist jetzt die Frage, ergibt das in irgendeiner Art und Weise Sinn? Vom Look. Nee. Tut's nicht. Das funktioniert nicht. Da funktioniert das noch fast besser. Was gibt's denn noch bei den Lampen? Die ist jetzt so ein Stecksystem. Was kann man da denn noch dran bauen? Ein Arm. Aha, okay. Verstehe ich jetzt nicht. Das ist halt der Pfahl. Gut, da kann ich auch nicht mehr machen. Ich hätte halt noch gerne irgendwie einen coolen Abschluss da oben drauf. Was zumindest ein bisschen so aussieht, als wäre es geschützt. Also im Prinzip halt sowas, nur cooler. Das sind die Lampen des Filmstudios. Glas gibt's hier aber auch nicht in dem Spiel. Eine Lasterladefläche ist das, okay. Das habe ich gerade ein bisschen falsch gelesen. Lokomotivenunfall. What the fuck? Was ist das für ein riesen Ding? Meine Güte.
Das hier sind die ganzen Brunnen. Panzer, kann ich mal oben draufsetzen. Hier sind irgendwelche Science-Fiction-Teile, aber es gibt halt nichts jetzt in der Größe, was ich gerne hätte. Und irgendwie auch von der Art her ist das alles ein bisschen anders. Okay. Ja, irgendwelche Schokoladenteile. Och, unnütz. Eine Waffelscheibe. Oh mein Gott. Vielleicht kann man damit ja hier oben was draufbauen und die ein bisschen einfärben. Nee, es sieht halt auch furchtbar aus. Oder dann eben doch irgendeine Art von Schild, aber ach Leute, ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht gibt es auch bei den Gebäuden irgendetwas, was in irgendeiner Art und Weise funktionieren könnte. Hier gibt es ja auch Dekorationen und irgendwelche Schilde. Hier ist ein Schild der. Was unglaublich am Leuchten ist, warum auch immer. Gottes. Ja, okay, aber da geht einfach zu viel Zeit dann drauf. Ein Glasfenster. Okay, ich nehme es zurück. Es gibt Glas. Okay, jetzt wird es nochmal interessant. Das wusste ich nicht. Aber das bringt mir gerade nicht viel. Ohne irgendeinen Rahmen ist das ein bisschen sinnlos. Wobei es auch voll modern wäre, aber ich bräuchte da noch einen Rahmen drumherum, aber die gibt's nicht. Rahmen in der Größe, oder? Ich meine, es müsste ja nicht mal ein richtiger Rahmen sein, sondern es ginge auch irgendetwas, was ja ein bisschen so aussieht. Aber da kann man auch geile Sachen machen. Vielleicht hinten die Rückwand. Ja, voll, nee, da haben wir jetzt die Mauer. Da brauchen wir eigentlich nichts mehr. Ich lasse das Ding mal einfach gerade dran, damit ich es nicht verliere. Mein Gott, was für Riesenrequisiten es hier teilweise gibt. Holzpfosten. Hier, aber so Holzpfosten ist auch cool. Als Bordstein quasi. Da kann man trotzdem auch zur Not drüber laufen. Hier bei den Gebäuden, da gibt es viele Teile, mit denen ich da gar nicht gerechnet hätte. Ich lasse das mal gerade so. Ich weiß halt noch nicht, also ohne Rahmen ist es ein bisschen sinnlos, ja, weiß ich. Aber was will man machen? Wir markieren uns das mal gerade alles. Ich mache das mal einmal als Bauplan. Sonstiges, wie immer sonstiges. Ich will das gruppieren. Das muss doch irgendwie gehen, verdammt nochmal. Was ist denn das hier? Szenerie in Szenengruppe einfügen. Kann ich da nur Sachen hier noch hinzufügen? Weil wenn ich das jetzt als Bauplan habe, wo
Bekomme ich das dann jedes Mal als Einzelobjekte? Das könnten wir ja mal gerade noch testen. Ups, da war ich schon ein bisschen zu tief. Ich hatte gerade geguckt, wo ist denn eine gute Höhe? So, die löschen wir erstmal gerade wieder raus und gehen hier auch wieder auf eine andere Uhrzeit. Sorry, nach wie vor, diese Lampen gehen gar nicht dafür. Das ist einfach ein bisschen zu krass. So, ich guck mal gerade bei meinen Bauplänen, was ist passiert, wenn ich meine tolle Superlampe hier platziere. Okay, dann ist es tatsächlich ein Objekt und ich kann aber jedes einzelne wieder anklicken. Ist gut zu wissen. Da müssen wir uns noch irgendwas einfallen lassen. Vielleicht ist es auch ganz cool so mit diesem so ein bisschen abstrakten, keine Ahnung. Das ist ein Problem von morgen, nicht heute. So. Was wir jetzt noch schnell mal gerade machen könnten, ist hier das Fundament noch legen. Das geht ja relativ zügig im Normalfall. Ups. Ja, bitte ohne Winkel. Weil das Einzige, worauf man achten muss, ist tatsächlich hier der Verlauf. So, wie möchte man da die Kante haben? Alles andere ist irrelevant. Blöd ist da jetzt natürlich auch, dass ich hier jedes Mal wieder auf Mehrfachauswahl klicken muss. So, jetzt müssen wir natürlich auch wieder drehen. Ist klar. Vielleicht nehme ich immer nur zwei. Das war mir jetzt doch ein bisschen zu grob vom Winkel, wenn ich das so gemacht hätte. Boah, kann er sich das nicht mal merken? Das ist in der Shortcut. Ups. Mehrfachauswahl ist I. Okay, dann geht's damit wenigstens ein bisschen schneller. Ich nehme auch nach wie vor lieber zwei. Ganz einfach aus dem Grunde, dass ich nicht weiß, ob ich da die Kante von diesen Felsen noch ein bisschen verändere. Und für den Fall der Fälle. Habe ich dann lieber direkt zwei kopiert. Hier muss ich jetzt auch... Oh ja, da sieht man eine relativ große Kante tatsächlich. So, es darf ja ruhig ein bisschen überlappen. Und hier muss definitiv noch was passieren. Das ergibt jetzt nämlich gerade gar keinen Sinn mehr. So, hatte ich hier ernsthaft so einen Hugel drin, als ich den blöden Weg platziert habe. Aber wieso kriege ich den jetzt nicht weg? Ich mache an der Seite vor allem alles irgendwie weg. Ich kann ja jetzt nicht hier den ganzen Weg wieder wegmachen. Das ist auch schwachsinnig. Ah, das ist so eine Sache, die verstehe ich einfach nicht. Muss verrecken nicht bei diesem Spiel. Auch da jetzt. Wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Der kann doch nicht mehr vom Weg kommen.
Das ist, wie groß ist das Gebiet? Das ist riesig. Jedes Stück kann ich wegmachen, aber hier nicht. Wobei es hier eigentlich ein bisschen gerade aussieht. Ach ja. Wir werden da schon einen Weg finden, wie wir das gescheit machen können. Toll, wie das wieder funktioniert hier. Nämlich gar nicht. Okay, so. Das sind wir jetzt einfach auch unter dem Weg, ne? Da müssen wir hier höher gehen. Das ist jetzt sowieso die einzige Möglichkeit. Ich gehe jetzt hier mal absichtlich insgesamt ein bisschen höher. So, dann haben wir da eine kleine Stufe drin, aber ja, der Weg, das muss ja auch nicht alles immer komplett flach sein, das wäre jetzt nur hierfür nicht schlecht gewesen, das ein bisschen homogener zu gestalten, aber mein Gott, es gibt Schlimmeres, ich glaube ganz am Ende ist es dann sowieso egal. Die Kurve ist noch ein bisschen zu konservativ. So, nochmal schön hier kopieren. Und nochmal. Erstmal verschieben und dann ein bisschen drehen. Oh, sieht gut aus. Ja. Gut, so, hier haben wir jetzt eine Stelle. Da bleibt mir, glaube ich, nichts anderes übrig. Irgendwie zu sagen, okay, ich gehe da jetzt dann knallhart irgendwie so da drüber, ne? Ist aber auch irgendwie doof. Ich probiere mal, wie weit kann ich denn die Kurve mitgehen? So weit auf jeden Fall. Hier müssen wir ja sowieso dann den Zaun nochmal so ein bisschen anpassen. So, und wenn ich jetzt nochmal sage, ich wähle das aus,
Nein, das nicht. Nochmal. Also ich wähle die aus. Verschieb mir die hier. Warum? Was? Hä? Wieso ist denn jetzt die Achse so verdreht? Ohne Witz, wenn das irgendjemand weiß, wie dieses System exakt funktioniert, lasst es mich bitte wissen, weil ich stehe da gelinde gesagt, verstehe ich nicht. Also ich stehe da wie ein Ochs vom Berge, sprichwörtlich. Dass ihr die Ecke kaschieren will mit Pflanzen. So. So, da darf ruhig so ein bisschen eine Klippe entstehen. Der hier muss definitiv ein bisschen entschärft werden. Genau, das soll ja dann weiter kaschiert werden. Jetzt gehen wir einmal hier in das Gebäude. Um Himmels Willen, da lädt das aber auch schon wieder lange. Und verschieben uns das hier. Ach, das war das hier mit den fliegenden Zäunen. Ja, genau. Das müssen wir auch noch verändern. Wenn wir da die Pflanzen haben und so, dann fällt das nicht mehr auf, ob da der Weg jetzt durchgeht oder nicht. Hier machen wir auch noch Asphalt hin. So wie jetzt da. Da haben wir jetzt eben diese Kante. Bis hier. Ist aber auch nicht so schlimm, finde ich. Genau, was war hier nochmal? Warum steht es hier so komisch über? Oder hat man das nur... Ach, das hat man noch nicht gemacht, ne? Dann gucken wir mal gerade, dass wir das jetzt noch machen. Genau, und da darf dann halt auch Bepflanzung, 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 Bepflanzung. Genau. So fügt es sich auf jeden Fall schon total schön in die Landschaft mit ein. Es wird einfach so eine... Ja, so eine gerade, in Anführungsstrichen, Kante. Dadurch, dass halt der Verlauf einfach passt. Es wirkt dadurch einfach runder. Genau, als nächstes würde ich sagen, kümmern wir uns hier drum. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber für mich hat das so ein bisschen so eine, so mit viel Fantasie, eine Schiffsform. Man könnte hier so ein bisschen so ein kleines Schiff reinbauen und das dann eben so als grünes Schiff, also so als Insel mit vielen Pflanzen und dergleichen. Und das natürlich dann am besten selbst gebaut aus Szenerie teilen. Das wäre so meine Idee gewesen, was man hier machen könnte. Mit cooler Beleuchtung, um das Ganze einfach noch ein bisschen aufzubrechen, dass es nicht alles jetzt hier so aussieht. Und mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, die Teile umzufärben, weil ich einfach die dupliziert habe, anstatt die hier. Ah, ja, man lernt nie aus. Das mache ich in der Pause nochmal richtig. Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge hier das Schiffchen.
wenn das denn so klappt, wie ich mir das gerade in meinem Kopf vorstelle. Aber hey, dafür ist das Spiel da. Kreativbaukasten. Okay, gut, dabei belassen wir es. Und ja, genau, doch, wir machen eine Pause. Also von daher, wie immer, einen schönen lieben Gruß in die Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal und habt noch einen super Tag.